Die Druckerprobleme durch Updates bei älteren Windows-Versionen halten an. Der amerikanische IT-Gigant Microsoft kämpft zum wiederholten Male im laufenden Kalenderjahr mit Druckerproblemen nach Sicherheitsupdates. Nachdem sich bereits nach dem Patch, der am 9. März 2021 allerlei Berichte von Problemen mit Druckern, Scannern und verwandten Geräten verbreiteten, konnte Microsoft zu dieser Problematik am jüngsten Juli-Patch Day immer noch keine zufriedenstellende Lösung bereitstellen. Damit setzt sich eine fast schon als chronisch zu bezeichnende Leidensgeschichte mit Druckerproblemen bei Windows-Sicherheitsupdates weiterhin fort. Der am 13. Juli 2021, dem Juli-Patch-Day des multinationalen Konzerns, erschienene Patch KB500-4237 wies weiterhin bekannte Probleme bei der Funktionalität von unter anderem Druckern und artverwandten Geräten auf. Letztere können in den Windows-Versionen 10, 8, 7 und im Windows Server auftreten. Betroffen sollen aber vor allem professionelle Nutzer sein, deren Geräte an Domain-Controller gekoppelt sind oder solche, die Geräte mit Smartcard-Identifikation nutzen. Konkret betroffene Betriebssysteme finden Sie in der hier eingeblendeten Liste. Zwei, wenn auch eher magere Versuche, Abhilfe in der Thematik zu schaffen, startete Microsoft dennoch mit den zwei folgenden Ratschlägen. Zum einen solle man die Treiber und Firmware der Hardwareanbieter des eigenen Vertrauens auf den neuesten Stand bringen und halten. Bei den Problemen mit Geräten, welche Smartcard-Identifikation nutzen, hingegen bestehe ein Workaround in der Anmeldung mit Benutzernamen und Kennwort anstatt mittels der namensgebenden Smartcard.